Herzlich willkommen, liebe Visite-Zuschauer. Wo auch immer man im Augenblick unter Menschen ist, es wird gehustet und geschnieft, geräuspert und genießt. Norddeutschlands Arztpraxen sind voll. Und nicht wenige Leute trifft es immer und immer wieder. Wie man sich in solchen Fällen schützen kann und was unser Immunsystem auch jetzt, mitten in der Erkältungssaison, noch stärkt, und zwar ohne viel Geld zu kosten, weiß Ulrike Heimes. Jedes Jahr werden bei uns mehr als 8 Millionen Menschen ambulant operiert. Viele mit Vollnarkose und allem, was dazugehört. Der Vorteil, meistens ist man schon wenige Stunden nach dem Aufwachen aus der Narkose wieder zu Hause. Doch gerade ambulante Vollnarkosen haben Risiken, die nicht zu unterschätzen sind und die einem Menschen lebenslang zum Verhängnis werden können. Können Sie sich vorstellen, dass es Medikamente gibt, die keinen Wirkstoff enthalten, dass allein der Glaube, das Mittel wirkt ganz, ganz toll, trotzdem heilen kann? Das ist kein Hokuspokus, sondern dafür gibt es wissenschaftliche Belege. Und gleich werden wir Ihnen darüber mehr erzählen. Wenn die Beine dicker und dicker werden, kann ein Lipödem dahinter stecken. Eine schmerzhafte Krankheit, die bei uns mehr als 3 Millionen Frauen haben. Das Einzige, was wirklich hilft, ist eine Fettabsaugung. Die hat nichts mit einer Schönheits-OP zu tun, wird aber trotzdem von den Krankenkassen nicht bezahlt. Jetzt mischt sich jedoch Bundesgesundheitsminister Spahn ein. Er will, dass die Fettabsaugung bei Lipödem endlich Kassenleistung wird. Eine Riesenhoffnung für alle, die darunter leiden. Tja, und Gesundheitsminister Spahn hat angekündigt, wenn alles gut läuft, dann könnten Frauen die Fettabsaugung beim Lipödem schon vom 1. April an bezahlt bekommen. Visite gibt's morgen wie immer auch im Radio. Auf NDR Info erfahren Sie um 9.20 Uhr und um 11.20 Uhr, welche Faktoren einen Schlaganfall auslösen können. Das nächste Thema ist auch super spannend. Hirnforscher haben herausgefunden, dass Menschen, die darauf vertrauen, dass ihnen die Behandlung hilft, tatsächlich ihre Heilungschancen erhöhen. Schon alleine die positive Erwartung stößt Selbstheilungskräfte im Körper an. Das nennt man den Placebo-Effekt. Er ist keine Einbildung und kann deshalb in der Medizin gezielt genutzt werden. Ich sag's ja. Kennen Sie das? Kribbelnde Hände, ein Gefühl, als ob sie eingeschlafen wären und geweckt werden müssten. Genau so beginnt der Leidensweg von Michael Schieferdecker. Ein Typ, der normalerweise viel ab kann, aber als plötzlich auch seine Gelenke anschwellen, furchtbar wehtun und kein Arzt das, was in seinem Körper passiert, aufhalten kann, beginnt Michael Schieferdecker zu verzweifeln. Abenteuer, Diagnose.